Es ist an der Zeit. Warum war das für dich wichtig, dass wir das heute hier nehmen? Also für mich ist es ist an der Zeit. Einige von euch werden sich erinnern können. Ich glaube, es war mal ein französisches Lied und ganz früh in den 70ern hat Hannes Wader dieses Lied in deutscher Sprache zu uns gebracht. Sind die Gedanken eines Menschen, der in der Champagne in Frankreich auf einem Soldatenfriedhof steht, an einem der vielen Gräber, auf denen gar keine Namen stehen, wo auch vielleicht auch nur ein paar Knochen drin liegen aus diesem unerbittlichen ersten großen Krieg. Für mich war es ein Baustein meines Weges, den Kriegsdienst oder den Dienst da an der Waffe zu verweigern und lieber mich mit alten Leuten und deren Haushalt zu beschäftigen, also Zivildienst zu machen, mit einer der schönsten Zeiten in meinem Leben. Das war bei mir Anfang der 80er, das waren dann so die Semester, der Ludwig ist ja immer noch da, aber da habe ich richtig Kölsch gelernt in der Zeit. Die haben noch richtig Kölsch gesprochen, das war schön. Und wie gesagt, dieses Lied, Es ist an der Zeit, war ein Baustein, auch für mich zu dem, was ich glaube, heute zu sein oder sein will. Es ist an der Zeit. Weit in der Champagne im Mittsommergrün, wo zwischen Grabkreuzen Mohnblumen blühen, da flüstern die Gräser, wiegen sich leicht im Wind, der über das Gräberfeld streicht. Auf deinem Grab finde ich, toter Soldat, deinen Namen nicht nur Ziffern und jemand hat die Zahl 1916 gemalt. Du warst nicht einmal 19 Jahre alt. Ja, auch dich haben sie genauso belogen, wie sie es mit uns immer noch tun. Du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Hast du, junger Soldat, je ein Mädchen geliebt? Sicher nicht, denn nur dort, wo es Frieden gibt, können Zärtlichkeit und Vertrauen gedeihen. Du warst Soldat, um zu sterben, nicht um jung zu sein. Vielleicht dachtest du dir, ich falle schon bald, nimm mir mein Vergnügen, wie's kommt mit Gewalt. Dazu warst du entschlossen, hast dich aber dann vor dir selbst geschämt und es doch nie getan. Ja, auch dich haben sie genauso belogen, wie sie es mit uns immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Soldat, gingst du gläubig und gern in den Tod, oder hast du verbittert, verzweifelt, verroht, deinen wahren Feind nicht erkannt bis zum Schluss? Ich hoffe, es traf dich ein sauberer Schuss. Oder hat ein Geschoss dir die Glieder zerfetzt? Hast du nach deiner Mutter geschrien bis zuletzt? Bis auf deinen Beinstumpfen weitergerannt. Dein Grab wirkt es mehr als ein Bein, eine Hand. Denn auch dich haben sie genauso belogen, wie sie es mit uns immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Das Grab, es ist die einzige Spur von deinem Leben, doch hör unseren Schwur, für den Frieden zu kämpfen, wachsam zu sein, fällt die Menschheit noch einmal auf Lügen herein.
dann kann es geschehen, dass bald niemand mehr lebt, der die Milliarden von Toten begräbt. Doch es finden sich immer mehr Menschen bereit, diesen Krieg zu verhindern. Es ist an der Zeit, denn auch dich haben sie genauso belogen, wie sie es mit uns immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Es war natürlich, also Georg und ich hatten den Gedanken, natürlich auch zu diesem Lied, wirklich auch am Gedenken, und glaub mir, das meine ich auch, wie ich sage, auch wenn es natürlich die Soldaten der Russen sind, es sind Brüder, Söhne, Väter, es hat sich nichts geändert, man stirbt und dann bist du tot und die Welt wird nicht besser. Und darum war es auch gerade ein bisschen schwer für mich, irgendwie ist es so, man singt sowas, hat die Bilder im Kopf, eigentlich immer von früher, aber es ist heute. Es passiert jetzt, 10 Autostunden von hier entfernt, deswegen dieses schwermütige Lied.